Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine ganz süße Idee für einen kleinen Adventskalender, den man total schön verpacken kann und den man auch in größerer Anzahl basteln könnte. Und zum Beispiel könntet ihr den Kollegen und Kolleginnen auf den Tisch stellen oder wie auch immer. Lieben Freunden schenken, vor die Haustür stellen oder so wie ich. Ich habe es meinem Team geschickt und habe dafür diese ganz, ganz süßen kleinen Adventskalender gefunden. Da sind so Schokolinsen drin und ich finde das Motiv ist so süß. Und genau, da habe ich also gleich eine große Anzahl gebastelt. Zeige euch jetzt verschiedene Ideen dazu und ein paar Kniffe und Tricks und wie das Ganze funktioniert. Mein Prototyp war erst eine Banderole für das Ganze. Die sieht ungefähr so aus. So eine kleine Überraschung. Da kann man den einfach an der Seite rausziehen. Aber ich habe mir dann gedacht, ich hätte gerne, dass man das Motiv besser sieht und dass man den auch aufstellen kann. Deswegen habe ich jetzt kleine Aufsteller gemacht und habe mich dann auch noch entschieden, hier hinten noch so ein Fach zu machen, wo man eben noch Grüße unterbringen kann, dass man quasi auch noch eine kleine Karte integriert hat. Und so ist dann am Ende diese Idee entstanden. Und hier habt ihr nochmal eine schlichtere Variante. Das ist alles aus Designerpapier gemacht, also das ist, geht super aus Designerpapier, finde ich. Muss gar nicht Farbkarton sein, bleibt trotzdem schön stehen, also stabil genug. Und ihr könnt es wirklich in sämtlichen Designerpapieren machen. Also da gibt es ja jede Menge unterschiedliche Muster. Hoppla, das ist jetzt nochmal ein bisschen grüner oder ihr macht es ganz schlicht. Also das ist einfach euch überlassen, wie ihr das machen wollt. Ach ja, genau, ich habe auch unterschiedliche Stanzungen gemacht. Hier so eine rundere und hier eben mit dieser schönen Eckenstanze. Seht ihr das überhaupt? Oder hier habe ich es abgerundet. Also da könnt ihr euch auch einfach gucken, was ihr habt oder wie ihr es gestalten wollt. Genau, und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Wie gesagt, das ist sehr einfach und auch super zum Berechnen, was das Papier angeht. Wenn ich gucke, ich weiß nicht genau, ob ich euch das verlinken kann, unten in der Infobox, wo ich diese Adventskalender her habe, das kann ich ja vielleicht unten mal reinschreiben, dann könnt ihr da gucken, falls ihr das auch machen möchtet. Genau, also wir brauchen erstmal ein Designerpapier und ein weißes Papier. Das Designerpapier, das ich am meisten benutzt habe und das jetzt auch schon sehr leer ist, ist das Designerpapier Festliches Grün. Oh Mann, wenn man es noch lesen kann, das hat diese Bestellnummer. Jetzt könnt ihr super lesen. Und dazu ein Farbkarton in Grundweiß. Entschuldigung, jetzt bin ich an der Kamera hängen geblieben, jetzt wackelt alles. Also das war dieses tolle Papier hier mit diesen wunderschönen Blüten und eben auch die Rückseiten sind ganz toll. Da habe ich wirklich massenhaft verbraten. Und heute habe ich mir gedacht, nehme ich nochmal die malerische Weihnacht. Da passt es nämlich auch perfekt. Das hat diese Bestellnummer, das Designerpapier. Das ist auch wunderschön. Auch ganz viele schöne Muster. Dann nehme ich mir, habe ich mir jetzt diese Seite mal rausgenommen. Ihr nehmt einfach, was ihr habt. 12x12 Inch ist super. Da könnt ihr dann gleich, müsst ihr gar nicht viel schneiden. Und ich habe noch ein Stück Grundweiß. Das hat jetzt das Maß 10,5 in der Breite und 9 in der Höhe. Und ein paar Reste brauchen wir auch noch für die Deko. Ein bisschen Lodengrün und ein bisschen Glitzy habe ich auch noch. Damit ich es heute auch gescheit mache. Lodengrün und Glitzy. Also Glitzy, das habe ich das Goldpapier aus diesem Dreier-Set benutzt. Das hat diese Bestellnummer. Und Lodengrün. Ich habe keine Ahnung, wo ist mein Lodengrünpapier? Da nehme ich die Bestellnummer, blende ich euch ein. Da habe ich nur einen kleinen Zweig ausgestanzt. Also da könnt ihr alles nehmen, was ihr habt. Alles, was grünmäßig einigermaßen passt. Genau, dann starten wir gleich mal. Ich schnappe mir mal meinen Papierschneider und schneide mir mein Designerpapier zu. Also im Prinzip lasse ich die 12 Inch, also die 30,5 cm einfach wie sie sind und kürze mir das Ganze bei 6 Inch oder 15,2 cm. Das heißt, ich halbiere mir das einfach in der Mitte. Jetzt gucke ich nur, ob ich einen Musterverlauf habe. Also und kriege dann eben aus einem großen 12x12 Inch Papier zwei Adventskalender raus. Müsst ihr auch nicht viel umrechnen oder so. Und jetzt mache ich so, wenn ihr einen Musterverlauf habt, so wie hier, das sollte ja einigermaßen Muster sein, dann müsst ihr das Papier folgendermaßen einlegen. Also zu Beginn des Videos war es hier noch tiptop ordentlich
Und jetzt ist schon wieder alles chaotisch. Und zwar müsst ihr euch den Musterverlauf, wenn ihr einen habt, so einlegen. Okay? Also ich glaube, so erkennt man es ganz gut, wenn ihr zum Beispiel Herzen oder Bäumchen habt. Die müssen in diese Richtung schauen, wenn wir uns das jetzt falzen. So mache ich es hier eben auch. Ich zeige es in diese Richtung und falze das Ganze jetzt. Und zwar halte ich euch das mal hier kurz ins Bild. Ich falze die lange Seite, also die 12-Inch-Seite, bei 10 cm, bei 12,5 cm, bei 15, bei 17,5, bei 20 und bei 25,5 cm. Genau, also zusammen einmal bei 10 cm. Achtung, unbedingt die Falzklinge benutzen. Also 10, 12,5, 15, 17,5, 20 und 25,5. Und hier noch als kleinen Tipp, wenn ihr natürlich gleich zwei auf einmal macht, dann falzt euch das zuerst und schneidet euch das Papier danach auseinander, weil dann habt ihr nämlich schon beide anständig richtig gefalzt und spart euch hier noch einen Arbeitsschritt. Gerade wenn ihr jetzt viele machen müsst, ist das natürlich super. Okay, jetzt habt ihr ziemlich viele Falzlinien. Die werdet ihr jetzt ein bisschen schlecht erkennen in der Kamera. Aber ich sage euch jetzt einfach, wie ihr das falzt. Ihr könnt euch jetzt auch überlegen, welche Seite ihr gerne vorne hättet. Ich glaube, ich nehme jetzt sogar diese Seite vorne und mache so, dass ich mir die erste Falz so falze, dass das Papier, also das große hier oben ist meine Grundkarte und ich falze mir das einmal zusammen. Die nächste Falz falze ich nach unten, sodass hier so ein kleiner Rahmen entsteht. Seht ihr das? So ein kleines Zickzack. Das heißt, ich falte die nach oben. Dann falte ich die einmal komplett nach hinten. Das hört sich jetzt kompliziert an, ist es aber nicht. Ich erkläre euch auch gleich, warum das so ist. Dann falze ich es wieder nach unten. Wieder nach oben. Und die letzte knicke ich mir so ein und falze die wieder nach unten. Das Ganze funktioniert jetzt nämlich so. Ich baue mir hier sozusagen meinen Rahmen für meinen Adventskalender. Das heißt, der erste Teil, den möchte ich nach oben machen. Das ist hier diese Halterung für meinen Adventskalender. Also der kommt dann nachher hier rein. Deswegen baue ich mir hier, das große Stück ist meine Hauptkarte und ich baue mir hier so einen kleinen Rahmen. Und dann, um das Ganze zu verstärken, gehe ich nach hinten und mache mir hier so einen kleinen Zickzack rein, weil das ist nämlich nachher mein kleiner Aufsteller. Und dann habe ich insgesamt zur Verstärkung nochmal so ein Teil hier eingebaut, so eine Verlängerung, dass das nochmal ein bisschen stabiler steht und dass man das dann insgesamt hier super zusammenbauen kann. Ich hoffe, das ist verständlich erklärt. Wenn ihr das vor euch habt, dann ist es eigentlich total logisch, wie das Ganze funktionieren muss. Und wenn ihr es ein paar Mal gemacht habt, dann sowieso umso mehr. Ich würde es nochmal kurz wiederholen, damit es einfach nur klar ist. Ich habe mir also jetzt meine Seite ausgesucht, falls mir das erste Teil hier nach oben, dieses große, dann nach hinten im Prinzip, nochmal nach hinten, so außenrum. Nach unten, nach oben und das letzte Stück wieder so nach innen rein. Und jetzt habe ich hier meinen kompletten Aufbau. Den halte ich mir hier so fest. Und dann seht ihr genau, wie das funktioniert, wie ihr euch das vor euch hinstellt. Und ihr könnt es auch ganz super flach verschicken. Es war mir ganz wichtig, dass ich das flach verschicken kann. Das hat sogar das ganz normale Brief von der Größe, das ganz normale Umschlaggröße. Allerdings ist es dann zum Verschicken mit 1 Euro. Also das ist ein bisschen dicker als der normale Brief, aber das ist ja immer noch gut. Und jetzt mache ich so. Diese kleine Lasche hier hinten, dieser Aufsteller, also dieser Rücken hier, den stecke ich mir ein bisschen an. Das heißt, ich kürze mir den an der Seite nur ein kleines bisschen. Das könnt ihr auch nicht machen, aber ich fand das gut als Tipp, dass ich mir diese Seiten hier ein ganz klein bisschen anschräge, dass dann nachher nichts an der Seite rausschaut.
Also nur dieses Ende hier anschrägen. Ich lege das mal nochmal ausgesteckt hin. Diesen kleinen Teil, hier ist der große, die große Grundkarte und der kleine Teil ist hier so ein kleines bisschen angeschrägt. Genau, und jetzt falten wir es uns noch ein letztes Mal zusammen und dann können wir es nämlich auch schon tackern. Genau. Also wie gesagt, macht das ein paar Mal. Ihr wisst dann ganz schnell, wie das funktioniert. Ich habe das jetzt schon voll drauf bei so vielen Stück. Und dann lege ich mir das, stütze ich mir das so schön ab, dass es wirklich hier unten richtig anliegt. Dieses, ich sage jetzt, das ist das Rückenteil, das Stützteil. Und gehe jetzt mit meinem Tacker hier rein und tacker das so an, dass es möglichst weit hier am Rand ist und auf jeden Fall hinten die Rückseite erwischt hat. Deswegen nicht zu stark anschrägen, dieses Element. Sonst kann es passieren, dass man das nicht erwischt, aber dann müsst ihr es halt nochmal rausmachen und nochmal neu machen. Das ist auch kein Problem. Genau. Und dann hier genauso das nochmal schön unten hindrücken, dass es gerade ist. Und nochmal tackern. Und dann habt ihr hier diese kleinen Tackernadeln drin. Ich habe es auch schon auf andere Weise versucht. Wer ihm das jetzt gar nicht gefällt, dass man die Tackernadeln ein bisschen sieht, dem würde ich es trotzdem empfehlen. Und zwar hat es folgenden Grund: mit dem Tacker ist das Ganze stabil. Ich hatte das auch schon gemacht bei einem Kranz, dass ich hier zwei Löcher reingemacht habe und dass ich das Ganze mit einem Band dann verschlossen habe. Das hat schon schön ausgeschaut, aber das war von der Stabilität nicht ausreichend. Und da habe ich es dann nochmal nachgetackert, weil es einfach zu locker war. Es hat nicht richtig gehalten. Und hier habe ich es jetzt so gemacht, also wem das jetzt gar nicht gefällt, der könnte hier ein Schleifchen drüber machen. Das Etikett machen wir sowieso über die Tackernadel so ein bisschen drüber, dann fällt es nicht mehr so auf. Aber ich habe dann bei den meisten das Schleifchen sogar weggelassen und man sieht es eigentlich nur bei dem schlichten Papier, dass hier eine Tackernadel ist, aber ich finde es ehrlich gesagt gar nicht schlimm. Und bei so einem bewegten Papier, wie zum Beispiel hier, fällt es fast gar nicht auf. Also nur wenn man es ganz, wirklich ganz genau anschaut. Also ich finde, es ist vertretbar, dass man die Tackernadel da sieht. Ich kann auch sagen, das ist der moderne Style. Genau, und dann habe ich es einfach so gemacht, dass ich hier vorne meinen Adventskalender reingebaut habe. Ich habe eben diesen Rahmen so gemacht, damit die hier oben so drüber guckseln können. Das fand ich so süß. Passt hier halt einfach total nett. Und genau, dann wäre die Grundverpackung schon mal fertig. Also wirklich ganz schnell gemacht und einfach. Ich nehme mir jetzt diese wunderschöne Eckstanze und schräge mir die Ecken hier oben noch ab. Dann möchte ich dieses schöne Muster haben. Hoppala, vielleicht muss ich ein bisschen besser draufdrücken. Ich stehe mal schnell auf. Jetzt seht ihr das Muster. Und dann drehe ich mir das einmal um. Schiebe mir das wieder schön in die Ecke. Und stanze es mir nochmal, dann habe ich hier diese gleichen Muster. Also oben den Bogen, dann die Zacke und dann unten diesen Schwung. Genau. Und dann geht es eigentlich schon an die Deko. Und ich habe hier im Prinzip schon alles vorbereitet, weil ich ja noch ein paar Reste übrig habe von meiner Vorbereitung. Ich mache da meistens immer ein bisschen mehr und dann bleibt da immer ein bisschen was übrig. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal, was ich da alles gemacht habe. Und ihr könnt einfach gucken, was ihr habt und was dazu passt. Vielleicht ist eure Deko ein bisschen anders, aber genau. Ich habe hier meinen Farbkarton in Grundweiß, 10,5 x 9 cm. Einmal wieder hier oben die gleiche Stanze benutzt und diese Ecken so schön abgerundet. Und habe den ein bisschen bestempelt. Hier habe ich noch zwei Etiketten gewählt, da schaut ihr einfach, was ihr habt. Ich habe mir einen Zweig in Lodengrün ausgestanzt und auch die passende Blüte. Das ist also eine Stanze, wo man das beides rausstanzen kann. Und habe mir das Ganze noch ein bisschen bestempelt. Und zwar habe ich die Sprüche genommen aus dem Stempelset Lichterzauber. Das hat diese Bestellnummer. Und da sind wirklich alle drei Sprüche drin. Also viel Ruhe und Zeit an den Feiertagen sowie alles Gute fürs neue Jahr. Advent, Advent und ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit. Ich fand, das passt alles, hat eine schöne Schrift und fand ich da genau super. Und dann habe ich jetzt aus einem älteren Set auch noch aus dem geschwungenen Weihnachten hier diesen langen, großen Welgenstempel genommen und diesen Zweig. Wenn ihr auf der Suche nach einem Zweig seid, findet ihr aber auch in Christmas Season was. Oder Sternchen könntet ihr auch in funkelnde Feiertage finden. Ich halte euch mal die Bestellnummern rein und ihr könnt mal sehen, vielleicht habt ihr es ja auch oder was anderes. Ja, das habe ich jetzt gestempelt in Celadon, in Chili und in Lodengrün. Hier habe ich hinten noch auch nochmal die Zweige in Lodengrün und in Celadon ganz liebe Grüße. Und genau, das hier ist in Lodengrün gestempelt.
Ihr nehmt mal, guckt mal, was euer Designerpapier so für Farben enthält, was ihr da für Farben nehmt. Die Bestellnummern kann ich euch auch noch reinhalten, aber da guckt ihr, wie gesagt, einfach mal, was ihr so braucht. Wenn ihr gerne wissen wollt, wie ich das genau gemacht habe, also mit dem Stanzen und mit dem kleinen Blatt, also bei dem Blatt, bei der Blattstanze mache ich es immer so, ich falte das in der Mitte nochmal einmal mit dem Papierfalter und knicke mir das dann so ein bisschen hoch, dass es noch ein bisschen mehr Form hat. Dann könnt ihr euch auch gerne mein letztes Video anschauen, und zwar das hier. Da habe ich euch diese kleinen Häuschenboxen gezeigt. Und da seht ihr auch nochmal ganz genau, wie das funktioniert, weil da habe ich genau die gleiche Deko gemacht von dieser Stanzung. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne hier unten, hier oben unter dem weißen i mal nachschauen. Da verlinke ich euch das mal. Genau, also das habe ich alles so gemacht. Ich hoffe, die Erklärung ist okay für euch. Normalerweise seht ihr ja immer wie ich Stempel, also das zeige ich euch auch in allen anderen Videos. Und dann können wir jetzt ans Dekorieren gehen. Die Karte könnt ihr hinten noch bestiften, da hat also noch ein bisschen Grußplatz. Dann stecke ich die einfach hier so hinten rein in diesen Bereich. Also da habt ihr echt noch Platz, was unterzubringen. Und dann habt ihr hier diesen süßen Adventskalender. Und da habe ich gedacht, mache ich vorne eben diesen Spruch, ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit drauf. Ich nehme jetzt hier den Flink und Fest und mache mir hier so eine kleine, sieht man schlecht, so eine kleine Klebespur drauf. Das heißt auch noch auf die falsche Seite gemacht. Auf die andere Seite. Und klebe mir hier einfach mal diesen Zweig an. Achtung, den mache ich nicht allzu weit raus, weil wenn wir das dann nachher in den Briefkuvert packen, dann kann es sein, dass das hier ein bisschen eng wird. Und ich nehme auch noch eine Blüte. Die habe ich schon eben auf diese Mini-Klebepunktefolie geklebt und lasse die hier oben noch rausschauen. Und das Ganze setze ich mir jetzt einfach auf zwei Abstandspads. Die setze ich ein bisschen nach unten, wobei es muss trotzdem gehen so. Und mache mir das jetzt eben hier vorne hin. Und da habe ich eben ein bisschen darauf geachtet, dass es zum einen so ist, dass man die Nase noch sieht von dem kleinen Rentier und dass es hier nicht zu weit raussteht, wie bei dem Briefkuvert dann. Da wird es dann ein bisschen enger, also besser ist es, wenn ihr möglichst weit reingeht. Und vielleicht kann man die Klammer auch so ein bisschen verdecken damit. Und auf der Rückseite habe ich einfach das Advent. Das habe ich flach aufgeklebt und habe da auch im Hintergrund noch eine. Bräuchte man eigentlich den Klebepunkt gar nicht, aber eine Blüte rausschauen lassen, die so nach oben geht, hier so wunderschön. Und habe das dann hier noch aufgeklebt. Wie gesagt, wenn es euch jetzt stört, hier vorne mit der Klammer, könnt ihr da noch ein Schleifchen drüber machen. Aber ich finde es so total schön und so einfach und schnell ist euer Adventskalender schon versandt oder hinstellbereit. Ja, ihr Lieben, also ich hoffe, das gefällt euch und ist eine schöne Idee für euch. Wie gesagt, mein Prototyp darf auch noch herkommen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den zahlreich nachbastelt und eure Lieben damit beschenkt und eine kleine Freude auf den Tisch oder auf den vor die Haustür oder wie auch immer stellt. Da freut man sich, glaube ich, schon drüber. Es ist eine süße Kleinigkeit und man denkt jeden Tag an den, der es gemacht hat. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Da freue ich mich sehr drüber. Und wenn es euch richtig viel Spaß gemacht hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Drückt dabei auf die Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Kreativiert was Neues. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!